An der Musikschule in Bützow, einer Außenstelle der Kreismusikschule des Landkreises Rostock, haben Schülerinnen und Schüler jeden Alters die Möglichkeit, klassische Instrumente sowohl im Einzel- als auch im Gruppenunterricht zu erlernen. Ja, wir sind natürlich in Bützow und zwar im ehemaligen gymnasialen Standort hier am Auswahl 32 und wir sind mitten in einer oder auf einer Baustelle und zwar entsteht hier die neue Außenstelle in Bützow für die Kreismusikschule des Landkreises Rostock. Das Angebot umfasst eine Vielzahl klassischer, aber auch moderner Instrumente und auch Gesang wird hier gelehrt. Die Palette wird durch Kurse zur musikalischen und tänzerischen Früherziehung sowie durch die Tanzabteilung erweitert. Die vielen Fachrichtungen bedeuten auch eine Vielzahl an Räumen, die parallel genutzt werden möchten. Wir haben aber vor einigen Jahren dann festgestellt, dass gemeinsam auch in Abstimmung natürlich mit dem Landkreis, dass die Flächen zu klein sind, dass bestimmte Instrumente und Unterrichte eben nicht mehr vor Ort stattfinden können, sondern ausgelagert werden mussten an einen Schulstandort des Landkreises, unter anderem der Tanzunterricht. Und da haben wir uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, wir haben noch ein Objekt hier in der Innenstadt, was früher mal ein Gymnasium war, dann später Bürgerhaus, dann einige Jahre Leerstand. Und wir sind hier im Sanierungsgebiet der Altstadt und haben eben auch die Möglichkeit, so ein Projekt auch über Förderung dann umzusetzen. Und da entstand die Idee, diesen Außenstandort hier in Bützow neu zu schaffen. Vor über 160 Jahren wurde das Gebäude errichtet und nun wird es von Grund auf saniert. Das kostet viel Zeit und viel Geduld. Ein wenig dauert es also noch, bis hier die ersten Töne zu hören sein werden. Wir wollten natürlich schon deutlich schneller sein, also der Planungsprozess aufgrund dessen, dass wir uns in einem Denkmal befinden und eben auch ein altes Schulgebäude, hat relativ lange gedauert, gerade die Abstimmung zum Brandschutz mit der unteren Denkmalbehörde, aber wir haben doch vor einiger Zeit dann eine Lösung gefunden. Wir mussten dann uns natürlich auch noch mal Gedanken machen, wie wir mit den Mehrkosten umgehen. Wir haben hier mit Kosten von 1,5 Millionen Euro begonnen in der Planung und sind dann, ich sag mal, bei knapp 3 Millionen Euro jetzt geendet. Das ist jetzt alles auch durchfinanziert und wir hoffen mal, jetzt laufen die Baumaßnahmen tatsächlich auch. Der Landkreis wartet auch, dass wir hier fertig werden. Idee ist, im Frühjahr nächsten Jahres einziehen zu können. Der Sachgebietsleiter Bauen, Plan und Umwelt, Ralf Höring, ist von Beginn an in das Projekt involviert und verfolgt präzise jeden Arbeitsschritt. Ein solches Bauvorhaben ist äußerst komplex und bedarf zahlreicher Prüfungen im laufenden Prozess. Das Gebäude ist in traditioneller Bauweise 1863 errichtet worden und die technischen Anforderungen zur damaligen Zeit waren ja völlig andere. Wir haben heute ein riesiges technisches Regelwerk und mit dieser neuen Nutzung der Musikschule müssen wir dieses riesige technische Regelwerk umsetzen. Und das ganze aufgehende Mauerwerk haben wir fast an allen Stellen einmal anfassen müssen, weil es desolat war. Die ganzen Stürze mussten neu hergerichtet werden. Wir haben hier statische Herausforderungen, die wir meistern mussten. Wir haben hier unzulässige Schwingungen, die für eine Musikschule einfach nicht dienlich sind. Und deshalb für einen Außenstehenden sind das ein unvertretbarer Aufwand, den wir hier betreiben. Wir als Stadt haben natürlich den städtebaulichen Aspekt gesehen. Wir sind ja hier in einem Sanierungsgebiet und haben uns zur Aufgabe gestellt, dieses wunderschöne Gebäude städtebaulich als Missstand wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn nachher alles fertig ist, wird die Rechtfertigung für diesen unvertretbaren Aufwand dann eigentlich auch sich dann wieder zeigen, dass es dann doch seine Rechtfertigung erhält und für alle nachher eine wunderschöne Musikschule wird. Ne? Am Beispiel der großen Rundbogenfenster sieht man, dass viel Arbeit und Fingerspitzengefühl nötig ist, um die alte Hülle zu bewahren und sie auf moderne Standards umzurüsten. Diese ganzen Bögen haben wir komplett einmal ausgetauscht, komplett einmal neu aufgemauert. Und die Öffnungen sind aus der Historie jetzt auch wieder neu hergestellt werden. Und die Fenster sind wunderschön und werden das Gesamtbild wieder zurückkatapultieren in eine alte Zeit, die wir dadurch auch wieder herstellen. Das Gebäude bietet reichlich Platz, um allen Ansprüchen und Voraussetzungen für einen reibungslosen Schulbetrieb gerecht zu werden. Wir sind gerade jetzt hier in der ehemaligen Aula des Gymnasiums.
Dieser Raum wird als Tanzsaal ausgestattet, mit entsprechendem Boden, mit einer Spiegelung, mit Stangen, sag ich mal, um sich daran entsprechend halten zu können. Und dieser Raum, auch in Erweiterung eines Nachbarraums mit einer mobilen Wand, auch zur Erweiterung, dann soll eben auch für Veranstaltungen genutzt werden, meinetwegen für kleine Konzerte oder auch für eine Tanzveranstaltung. Ansonsten haben wir raumtechnisch, glaube ich, optimale Möglichkeiten, und wir haben eben auch die Möglichkeiten, hier Veranstaltungen durchzuführen. Wir haben auch eine Küche mit eingeplant, sodass nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer hier sich entsprechend versorgen können, sondern eben auch Veranstaltungen vorbereitet werden können. Als das Gebäude errichtet wurde, war über den Einbau eines Fahrstuhls noch nicht nachzudenken. 1880 wurde der erste elektrische Fahrstuhl der Welt in Mannheim vorgestellt. Undenkbar, dass so etwas in diesem Gebäude jemals Platz finden würde. Aus heutiger Sicht ist ein Fahrstuhl nicht mehr aus der Planung wegzudenken. Eine Musikschule muss für jedermann geöffnet sein, und Musik kann man machen, auch wenn man in einem Rollstuhl sitzt, und auch für die Menschen muss es ja möglich sein, dort am Musikunterricht teilnehmen zu können. Bis zum ersten Konzert und einer schönen Eröffnungsfeier der Musikschule dauert es also noch eine Weile. Dennoch sind alle Beteiligten voller Vorfreude auf das Ergebnis.